Hallo, liebe Gamer, ist der Marcel. Wir machen hier am Rest der Klangkräfte in der Part weiter. Wir sind hier im Planeta Matza, irgendetwas, bis zum Namen weiss ich es nicht mehr. Und hier die Dimensionsanomalie beheben. Los geht's. Meine Möglichkeiten können wir nicht dadurch. Gibt es eine Möglichkeit, sie zu beschweren? Dann müssen wir irgendwie weg tun. Ah, das ist eine schwere Kugel. Sie beschwert jedes Objekt, das sie berührt. Was offensichtlich klingt, wenn man es laut ausspricht. Und was steht denn jetzt in deinem Buch? Oh, die aktuellste Sammlung des Wissens im Universum. Von meinem Vater katalogisiert. Und wer ist das? Ich glaube, du kennst ihn als den Krempel. Er ist dein Vater? Was macht er jetzt? Er macht zum ersten Mal überhaupt Urlaub. Jetzt habe ich das Sagen und ich gebe mein Bestes. Aber es ist viel Verantwortung, selbst wenn das Universum nicht in Gefahr ist. Mark 2. Zuerst das Teil hier ein bisschen stoppen. Wie kamst du zu dem Titel Prophet? Ja, der stammt nicht von mir. Die Savali-Mönche nannten mich so, nachdem ich ihnen bei ein paar Archiventschlüsselungen geholfen habe. Was bedeutet das? Ich war nur eine Menge zeigen und Dinge sagen wie: Das ist ein Blag-Telefonbuch. Das ist ein Kirchhuzan, ein terraklonisches Liebesgedicht. Bestimmt kann mir die Säge weiterhelfen. Oh, scheiße. Ich muss schon die Dinger zerstören. Ich begriff es noch nicht ganz. Das Tier braucht Schwerkraft. Und dort muss es geschwind haben, aber nur geschwind. Und zerstören. Ich glaube, jetzt haben wir es endlich. Oh, wenn wir nicht laufen. So. Das war unglaublich, Clank. Bleiben nur noch zwei. Hey, führe die Klangfähigkeit zum Metallterminal. Was macht also die Jugend von heute? Ich kenne mich da echt nicht mehr aus. Es ist interessant. Ratchet und Rivet sind dimensionale Gegenstücke. Und dennoch erstaunlich verschieden. Ratchet misstraute Roboter nicht, als er mich traf. Doch Rivet schon. Vielleicht ist eure Dimension die Ausnahme. Vielleicht mögen alle anderen Ratchets in ihren Dimensionen auch keine Roboter. Ich kann mich durchklettern irgendwie. Dort begreife ich es noch nicht ganz. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst noch mehr Kugeln finden. Ich bin doch nicht ganz.
fokussierte Schwerkraft in Kugelform. Genial. Da kommt es hoch. Ganz richtig. Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Also, was ist das? Das ist schwächer. Das ist schwer gerade. Nehmen wir das wieder zurück. So, das dort rein. Sollte das eigentlich runterkommen. Meine Möglichkeiten sind eine Darstellung meines Geistes, der versucht, die Dimensionalität zu verstehen. Und je mehr ich ihn helfe, ihren Weg zu finden, desto mehr verstehe ich und kann alles reparieren. Alles. Er hängt da, schade. Ah, jetzt komm. Die Säge blockiert den Weg, wenn ich sie nur irgendwie absenken könnte. Weil ich kann doch noch eine K. So. Endlich. Ich hätte nie daran gedacht, die Kugel so zu doch angestellt, kann ich mich ein bisschen. Lass dir das Rätsel durch das Meta. Okay. Gibt es irgendetwas an Ratchet und Rivet, das gleich ist? Sie handeln beide sehr schnell. Anders als ich. Ich halte mich immer mit Einzelheiten auf. Und du wünschst dir, das zu ändern. Nicht immer. Schwertkugeln. Also Schwertkugeln. Was gibt mir die Schwertkugeln? Schwertkugeln. Ah, das hing schon ein. Ich hoffe, ich störe dein Vorankommen nicht. Aber ich glaube, du kannst. Oh, hoppla. Ah, du musst aber drüber bleiben.
leichter an als Luft. Das kommt sicher da. Sie drüber können. Ja, wieder die im falschen Ecker. Dann wird es schwächer. Wenn ich etwas anmerken dürfte, vielleicht wäre es hilfreich, das Gebiet nach weiteren Kugeln zu durchsuchen. Aber schwerhaft bringt mir nicht viel. Und nicht dort. Aber da bringt sie mir etwas. Ich muss noch weitere hoppen. Alle die da drinnen. Ich weiß. Ob ich schon mal wissen, aber ich komme mit dazu. Mit der Hocke wird nachher sie ja nicht schon gesehen. Aber schnell. Kann ich die da hier zu verwenden für da hier? Ah ja. Okay. Ich fühle mich schneller denn je. Ich weiß, wie ich dir bei deinem mit Einzelheiten aufhalten Problem helfen kann. Du musst nur zuversichtlich sein. Was meinst du? Eine Sache habe ich von meinem Vater gelernt. Für Erfolg im Leben musst du dich nur benehmen, als wüsstest du genau, was du tust. Und hab immer einen Krümpel dabei. Dauzis. Da drüber. Hier drüben. Da muss aber nachher noch Geschwindigkeit her. Aber ich muss das irgendwie wegnehmen. Aber ich kann in diesen Geschwindigkeiten. Ah, nicht weißt du. Gelb ist Geschwindigkeit.
Aber ich kann nicht mit dem Turbolo weglassen. Fettere. Na. Sie kommt da her. Mit Schwerkraft. Was ist denn mehr für? Da kann man sich da rüber. Bring das Teil kaputt. Begriffe sind ja nicht ganz. Das ist verstellbar. Haben wir da jetzt keine mehr? Hä? Der liegt in den Federn. Also das. Guck mal, da haben sie drüber. Wieso geht das die Töpfe nicht auf den Ventilator? Ah, so, okay. Ich muss noch helfen. Dann ist das. Endlich! Die Blizzard-Anomalie wurde behoben! Tolle Arbeit, Clank! Steht immer einfach! Nein, dank dir! Und vergiss nicht! Lass das Rätsel auf die Meta. Ich glaube, damit hätten wir es geschafft, endlich!
kümmere uns um die Verstopfung. Ja, ich habe unsere schlauesten Köpfe zum Rohr geschickt und sie sitzen fest. Geschafft! Die Hydraulik funktioniert wieder. Problem behoben. Jetzt müssten wir den Aufzug nutzen können. Bohren wir endlich nach Phasenquarz. Dann etwas hei. Ein Bolz haben wir noch nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, wie der. Wir können erst oben finden, vielleicht. Bohrer benutzen, Phasenquarz bergen, Dimensionator reparieren. Falls ich keine Chance mehr bekomme, das zu sagen, danke. Werd jetzt nicht rührselig, Bolts. Wir sind noch nicht fertig. Sieh an, die Männergang ist zurück. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da, wenn er bolzigen da ist. Wir wissen noch immer nicht, was mit dem Blizzard in deiner Dimension passiert ist. Wir erfahren es bald. Dann können wir es in dieser Dimension verhindern. Da geht's nirgends hin. Das ist wichtig. Es ist komplett. Sind das die Nachrichten, die die Chefingenieurin hört? Nein, ist die über Achterbahn. Rasant näher. Ja, ist doch gut. Der Bohrer, meine, reicht. Wow, ich wollte schon das Riesenteil. Der 100-mal größer ist als ich. Wirklich? Das ist sehr spezifisch. Spezifische Ziele sind erreichbar. Was ist nicht? Tolle Neuigkeiten. Ich habe die Nachricht entschlüsselt. Hör zu. Endlich empfangen. Hör zu. Nicht den Bohrer einschalten. Die Spalten haben ihn beschädigt. Der Bohrer hat unser Blizzard zerstört. Was? Wir haben ihn gerade eingeschaltet. Ganz schlecht. Entdeckung! Abriegelung aktiviert. Vielleicht klappt eine Fernabschaltung. Ich dachte, du magst große Maschinen. Du hast meine Meinung geändert. Gott, ich dachte, ich habe das. Das ist doch bloß ein Feuer auf.
hilf mir noch ein bisschen. Phasenquarz. Da, in dem Bohrerstrahl. Ich schlage es mit dem Hammer raus. Bitte, pass auf. Er funktioniert. Was ist denn das gesehen? Komm. Ja, aber hier ist keine Welt. Da geht's dann jetzt Dings. Das gibt's echt noch nicht. Da kann ich nichts machen, okay. Jetzt hätte ich an einen Trauerlaut. Das
Alter. Ich. Genau. Oh nein. Tja, vielleicht ist es nicht so schlimm, wie es. Ich weiß, das klingt jetzt total verrückt, aber die Mords haben mir immer Legenden von jemandem auf Torin 4 erzählt. Dem Flicker. Wenn's kaputt ist, der Flicker kann's flicken. Dann schlage ich vor, wir finden heraus, ob die Legenden wahr sind. Dann gut. Unglaublich, wir haben Blizzard. Kristall in. Wie wär's, wenn wir das mein Ding, haben wir verhalten. Okay, Bolts, suchen wir den Flicker. Wenn du recht hast und der Flicker das Phasenquarz reparieren kann, dann gelingt uns das Unmögliche. Leider nicht alle, also das ist ein Raritanium. Ich habe so von ihm geschwärmt. Und glaub mir, sie sind furchtbare Lügner. Dann haben wir vielleicht doch noch eine Chance, die Dimensionen zu retten. Und schnell zurück. Ah, da einen versteckt. So gesehen. Bolz habe ich leider nicht. Und ob der da einen einmal in der Fläche noch nicht entdeckt habe. Ob der dort drauf sein könnte. Schwierig, eventuell. Habe ich vorhin noch vergessen, hier, da hier ist immer noch ein Teil vom Helm oder etwas da, von dem Heim. Ist nicht sicher. Wir haben über eine Dimension wechseln, die Stiefel. G-Force Stiefel, fei. Wenn man von hier drüber geht und dann hier den Stein aktiviert. Ich denke, wir beenden das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, falls es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.